Herzlich willkommen, ich bin Oliver und ich begrüße euch zur inzwischen 7. Episode von H5P, mehr als interaktive Inhalte gestalten. Der Name ist gewisserweise Programm, weil es nicht darum geht, wie ich jetzt einen Inhaltstyp anlege von H5P, das kennt ihr vielleicht, dazu gibt es eine andere Reihe, sondern so ein bisschen darüber hinaus, das heißt, wenn man zum Beispiel, heute geht es ja um das Anpassen von der Optik von H5P und also Sachen, die darüber hinausgehen. Ja, jetzt habe ich den Titel schon gesagt, es geht und das, was wir heute vorhaben. Heute geht es darum, wie man so visuelle Geschichten in H5P ändern kann. Und das ist auf gewisse Weise ein bisschen anders, als man es sonst kennt. Denn normalerweise hat man vielleicht irgendwie ein Eingabefeld, da kann man dann eine Farbe einstellen für irgendwelche Knöpfe. Das findet man bei H5P nicht. Können wir am Ende vielleicht nochmal drüber überlegen, warum das so ist. Und ich zeige jetzt aber erstmal, wie das grundsätzlich funktioniert. Und dafür kommt jetzt das ewige Bildschirm freigeben. Einmal hier und jetzt muss ich mir diese schöne oder nicht so schöne Leiste wieder verschieben, die immer ein bisschen widerspenstig ist. So, aber jetzt ist sie mir nicht mehr im Weg. Und jetzt können wir gucken, was das hier ist. Also was ihr hier seht, ist tatsächlich erstmal eine Seite auf h5p.org. Da kommt man drin, wenn man hier oben auf Dokumentation klickt, dann einmal ein bisschen scrollt und dann steht hier unten auch schon, war was denn da. Customize and Extend, also anpassen und erweitern. Und da gibt es ganz oben dieses Visual Changes und dann CSS Overrides, ein kryptisches, komisches Wort. Also da könnt ihr auch schauen, da steht das im Prinzip alles drin, was ich euch zeigen möchte. Also bevor man nämlich mit H5P irgendwas macht, muss man es natürlich installiert haben. Das kennt ihr aber und dann seht ihr für Drupal so ein bisschen Codeschnipsel und für WordPress so ein bisschen Codeschnipsel und für Moodle so ein bisschen Codeschnipsel. Das liegt daran, weil das auf jeder Plattform so minimal anders funktioniert, wie man das einrichtet. Das ist aber hier beschrieben. Ich werde es heute einfach mal an WordPress zeigen. Die Funktionsweise ist aber für Drupal und Moodle letztlich die gleiche. Also was ihr hier seht, ist so dieser wichtige Teil. Also das ist eine kleine Funktion und ich kann euch schon mal sagen, was die macht. Die heißt Alter Styles und die ist dafür da, um eigene sogenannte Style Sheets zu benutzen. Das heißt, wenn bei H5P und bei HTML5 grundsätzlich sind halt idealerweise Inhalt und Form getrennt. Das heißt, man hat eine Website und da ist zum Beispiel der Text drauf. Und wie der formatiert ist, ob der groß oder klein ist oder linksbündig, rechtsbündig, das ist in so ein Style Sheet ausgelagert. Das heißt, dass diese Style Sheet beschreibt das Aussehen. So, H5P benutzt dasselbe Prinzip und an einer Stelle, irgendwann lädt natürlich H5P sein eigenes Style Sheet und es sagt aber, es gibt so eine Stelle, da sagt es quasi der Außenwelt, zum Beispiel mir oder dann dem WordPress oder dem Moodle oder dem Drupal, du, ich lade jetzt mein Style Sheet, wenn du ein eigenes hast, das du mir vielleicht mitgeben möchtest, dass ich das benutze, dann gib mir das einfach mal und das macht man mit dieser kleinen Zeile hier. Die muss man jetzt im Detail nicht verstehen. Ich habe das ein bisschen vereinfacht und zeige, wie das geht. Ich zeige das grundsätzlich auf Basis von WordPress, aber das Prinzip ist dann letztlich genau das gleiche für Drupal und für Moodle. Da muss man halt einmal irgendwie runterscrollen. Da ist in diesem Pfad hier so ein kleines bisschen was anders. Das muss man dann austauschen. So, also schreiten wir zur Tat. Das hier ist ein stinknormales WordPress. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen in einer anderen Folge. Und ja, ihr seht, ganz normaler H5P-Inhaltstyp, da ist nichts Besonderes dran. Und den wollen wir jetzt mal ein bisschen anpassen. Was wir dafür erstmal brauchen, ist das, was wir gerade gesehen haben. Und das kann man sich über ein Plugin installieren. Das heißt, wir gehen in das Backend von WordPress und klicken auf Plugins. Und dann sieht man, was installiert ist. Das seht ihr auch hier, ist nichts Geheimes, ist H5P drin. Und weil ich halt alt bin, der Classic-Editor von WordPress. Und jetzt möchten wir ein neues Plugin haben. Und wir klicken auf Installieren. Und der einzige Pferdfuß, den wir jetzt haben und den wir irgendwie beseitigen müssen, ist, dass wir das hier nicht in diesem Plugin-Repository finden, weil es halt kein Plugin ist, das regelmäßig gepflegt wird und dann nimmt WordPress das halt auch nicht auf. So, was man machen kann, erster Schritt, man könnte und kann auch in Zukunft einfach mal gucken, was hier so steht, weil das hier auch verlinkt ist. Also wir wollen jetzt WordPress ändern und hier ist genau der Link zu diesem Plugin, H5P Mods, kann ich vielleicht mal aufmachen. Sieht so aus. Könnt ihr benutzen, ist aber nicht so einsteigerfreundlich und deshalb ist es ja offener Quelltext, den kann ich mir nehmen und ich kann eine Anpassung machen und ich habe die auch schon als Vorschlag eingereicht, das seht ihr als Pull Request, da steht 1.10, das ist meiner, das heißt, ich habe das verändert, um das ein bisschen zu vereinfachen und jetzt muss aber jemand von Jubel, der Firma von hinter dem Kernteam vom H5P, muss das noch annehmen, das werden die wahrscheinlich auch, weil das macht diese Herde jetzt zu sehen ist, das geht wahrscheinlich Frode,
Das geht dann wahrscheinlich relativ zügig, aber ist halt noch nicht drin. Das heißt, was ihr braucht, ist jetzt meine kleine Anpassung und die findet ihr hier. Den Link gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung. Gar kein Problem. Ansonsten muss man halt mal suchen auf GitHub, so heißt die Seite, und dann geht man auf Otacke und dann findet man eben dieses H5P Mods WordPress Plugin in meiner Version. Wichtig ist dann, dass ihr, es gibt ja jetzt so verschiedene Zweige, ihr müsst, also Master wäre das Original, das ist aber nicht anders als das, was ihr bei Jubel findet, bei H5P. Ich habe einen erstellt, der heißt Ease of Use, einfach, weil es ein bisschen einfacher ist, das zu benutzen. Und das Schöne ist, hier gibt es diesen großen grünen Code-Knopf und wenn man da draufklickt, kann man sich das als ZIP-Datei runterladen. Das ist genau das, was wir brauchen. Das packe ich jetzt einfach mal. Da ist es schon auf meinem Desktop. Und da liegt das jetzt. Und jetzt können wir einfach zurück zu WordPress gehen und ein Plugin hochladen. Das heißt, ich fange jetzt nicht hier an zu suchen nach dem Plugin, sondern ich klicke hier einfach auf Plugin hochladen, wähle jetzt die Datei vom Desktop aus, die ich gerade runtergeladen habe, und klicke auf Jetzt installieren. Und noch auf Plugin aktivieren. So, was wir jetzt machen können, also wir können jetzt schon mal sehen, dass ein bisschen was passiert ist, weil in diesem Plugin, da sind immer so ein paar Beispiele schon drin. Und die habe ich auch nicht rausgenommen. Das ist ja gut, wenn man so ein paar Beispiele sieht, was man machen kann. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier einen H5P-Inhalt angucken, ich nehme einfach mal diese Multiple-Choice-Aufgabe, hier seht ihr, fast so wie vorhin, aber da ist jetzt so ein komischer grauer Rand drum, so ein gestrichelter. Das ist schon die erste visuelle Anpassung, das ist das Beispiel, was ich reingebaut habe. Zweites Beispiel, seht ihr hier, generated at irgendeine Zeit, so ein Zeitstempel, ist da in dem Inhaltstyp eigentlich auch nicht drin. Auch sowas kann man, über die sogenannten Hooks, so heißen diese Dinger, mit denen man was machen kann, aber ist was anderes. Thema vielleicht für einen anderen Web-Talk. So, es gibt jetzt im Prinzip zwei Sachen, wie man das bearbeiten könnte. Das liegt ja jetzt, wenn ihr WordPress den Unterbau kennt, dann liegt das jetzt auf eurem Server. Das heißt, wenn ihr das gemacht habt, jetzt mache ich doch nochmal schnell meinen Editor auf. Ach, perfekt, hatte ich vorhin auch schon offen. Also das hier wäre jetzt, ich bin jetzt genau in diesem Verzeichnis. Jetzt muss ich gucken. Warum zeigt er mir das nicht an? Ach, klicken wir einfach doppelt. Also, liegt in eurem WordPress-Verzeichnis, da gibt es ein Verzeichnis, das heißt WP-Content-Plugins und dann kommt eben dieses H5P-Mods-WordPress-Plugin. Und da drin findet ihr dann einen Ordner, der heißt Styles und dann general.css. Und da seht ihr schon, ich sage gleich, was das ist. Da ist Quelltext dran, den könntet ihr jetzt also so anpassen mit irgendeinem Editor, wenn euch das lieber ist. Es gibt aber auf WordPress noch eine viel einfachere Möglichkeit und deshalb zeige ich das direkt da drin. Wer lieber einen Editor benutzen möchte, kann das so machen. Der findet dann die Datei. Oder was ihr bei WordPress eben machen könnt, ihr könnt nochmal auf Plugins gehen und darüber haben. Dann seht ihr, es gibt nicht nur Installieren und installierte Plugins, sondern auch einen Plugin-Editor. Und ohne jetzt irgendwas zu installieren, können wir da jetzt nämlich tatsächlich so drin rumwursteln. Das hier brauchen wir nicht. Das ist, gehört zu dem Classic-Editor. Also man muss sich jetzt erstmal das Plugin aussuchen, das man bearbeiten möchte. Und das ist eben hier dieses H5P-Mods. Das macht man hier. Klickt man da drauf und sagt noch einmal auswählen. Und dann seht ihr jetzt hier rechts schon genau das, was ihr sonst so in dem Verzeichnis sehen würdet, wo das auch drin liegt, eben diese Styles und Scripts. Und was wir machen möchten, ist dieses general.css anpassen und gucken, was man damit machen kann. Was ich vielleicht noch kurz zeige, weil es ganz wichtig ist, also das ist der eigentliche Quelltext von diesem Plugin. Das sind die Hooks, da sagt man nachher, was dem Ganzen machen soll. Man kann hier viel rausschmeißen, alles, was man nicht braucht. Alter Semantics zum Beispiel. Brauchen wir nicht. Damit kann man den Editor anpassen. Brauchen wir in der nächsten Episode, aber heute nicht. Deshalb würde ich das jetzt einfach zum Beispiel nehmen. Rauskopieren. Parameter editieren. Wollen wir nicht. Das ist das, was ihr eben gesehen habt. Mit diesem Generated Add. Wollen wir nicht. Man kann extra Skript noch einfügen. Machen wir beim nächsten Mal. Wollen wir heute auch nicht. Dieses Alter Script schmeißen wir raus. Und wir lassen nur dieses Tenny drin, also dieses Alter Styles. Danach muss man gucken, das brauchen wir. Ihr seht genau, was hier passiert. Also der kriegt nur einen Pfad. Kann ich kurz erklären, was das hier ist. Dieser Teil hier ist auf jedem System irgendwie ein bisschen anders. In dem Fall heißt das, okay, gib mir mal den Ordner von diesem Plugin und dahinter machst du bitte Styles und general.css, da findet ihr die Datei. So, mehr ist das nicht. Ist halt bei Drupal ein etwas anderer Befehl oder es ist bei Moodle auch ein bisschen anderer Befehl. Das muss man dann austauschen, damit der den richtigen Pfad erwischt und das war's. Und den ganzen Rest können wir eigentlich wegschmeißen, brauchen wir heute nicht. Also im Prinzip brauchen wir hier nur dieses kleine Ding, Function und so weiter und so fort.
das lädt uns halt dieses Stylesheet. Muss man sich nicht drum kümmern. Also, machen wir einfach aktualisieren, dann haben wir das gespeichert, der ganze Rest ist rausgeschnitten und wir haben jetzt nur das da drin. So, und wenn wir jetzt in dieses general.css mal reingucken, das, was wir gerade im Ethos schon gesehen haben, sieht man sogenanntes CSS. Erkläre ich gleich. Lange Variante, da muss man jetzt so ein bisschen was wissen. Also man kann leider nicht sagen, ich kann nicht reinschreiben, mach mir den Knopf grün oder mach mir halt diesen Rahmen da drum. Da gibt es halt, das ist keine Programmiersprache, aber eine Auszeichnungssprache. Das ist dieses CSS, das muss man leider können, wenn man da Anpassungen machen möchte selber. Ist aber nicht kompliziert und es gibt eine hervorragende Anleitung, da gehe ich jetzt mal drauf, zu der findet ihr den Link natürlich auch in der Videobeschreibung, aber selfhtml.org kann ich euch auch sagen. Selfhtml ist ein Klassiker, gibt es seit 25 Jahren, von Stefan Münz mal ins Leben gerufen, ist einfach eine Dokumentation zu HTML und CSS, ist hervorragend, darüber habe ich mal HTML gelernt, indem ich mir einfach das Ding angeguckt habe und experimentiert habe. Und wenn man auf dieses Wiki klickt, ist mittlerweile ein Wiki, dann seht ihr auch, es gibt hier HTML, CSS und JavaScript. Und dieses Ding hier kann ich empfehlen, CSS, wenn ihr eine Übersicht haben wollt, das ist wahrscheinlich die beste Übersicht auf Deutsch, die ich kenne, wenn man CSS lernen will, zumindest die frei verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwas Geheimes, Besseres gibt. Und da steht auch mal drin, was ist denn das und warum überhaupt und wie funktioniert das? Da könnt ihr dann nachschlagen. Ich zeige aber jetzt grundsätzlich, wie man so kleine Sachen machen kann. Also, gehen wir nochmal zurück. Das brauchen wir nicht. Das wollen wir haben. Also, wir können mal gucken. Wir merken uns mal kurz, was hier steht. Hier steht H5P-Container und dann eben Border, was dann offensichtlich der Rand ist. Den hatten wir ja geändert gesehen. Und dann noch so ein paar extra Sachen. Ist eben einfach, das hier ist die Breite, das hier ist, wie aussehen soll. Dashed heißt eben gestrichelt. Und dann noch die Farbe dahinter. Das ist so ein Hexcode für leichtes Grau. Nur, dass es das ist. Können wir uns noch angucken. Also wir gehen nochmal zu unserem Inhalt hier. So, und da seht ihr, das ist genau dieser gestrichelte graue Rand da drum, den wir dann dazugefügt haben. So, man muss jetzt eben nicht den Originalquelltext anfassen. Vorteil ist, man kann jetzt den Inhaltstyp aktualisieren. Das heißt, wenn es Updates gibt von Multiple Choice dann, oder anderen Sachen, geht nichts kaputt, sondern die Anpassungen bleiben immer da. Ist ganz schön. Das andere Schöne ist, wenn ich mir jetzt meine Plattform selber gestylt habe, wir machen gleich mal beispielhaft so die Farbe von dem Knopf hier anders, die können wir irgendwie in grün machen oder so, dann ist das bei mir grün und vielleicht möchte ich den Knopf, aber auch, dass die bei mir alle rechts sind oder hier irgendwie rechts oben in der Ecke, ist das natürlich für mich schöner auf meiner Plattform oder wenn ich da mein Logo drin habe, aber H5P ist ja zum Weitergeben gedacht. Das heißt, wenn ich jetzt den Inhalt hier runterlade, und den auf einer anderen Plattform hochlade, ist mein Stylesheet da nicht inbegriffen. Einige wollen das, hat natürlich wahrscheinlich auch Gründe, dass sie das wollen, weil die es genau haben wollen, aber als Nutzer stelle ich mir das sehr komisch vor, wenn ich vielleicht von 5 verschiedenen Firmen irgendwie Inhaltstypen kaufe, die gibt es ja auch zu kaufen, und dann sehen die alle unterschiedlich aus. Das wäre ja für mich als Plattformbetreiber ganz gruselig. Also bei H5P ist das so, wenn ich das geändert habe über diese Hooks und das hier runterlade und woanders hochlade, hat der sein eigenes Stylesheet oder halt das normale H5P-Stylesheet. So, wir gehen nicht sehr tief rein, aber wir haben uns dieses H5P-Container ja gemerkt. Das Schöne ist, ich drücke jetzt hier F12. Ich habe schon wieder vergessen, wie es auf dem Mac ist. Einige Macs haben wohl keine F12-Taste. Also F12 ist eigentlich für die meisten Browser das Ding, um das hier aufzumachen. Dann passiert sowas. Dann geht so ein extra Fenster auf und wir brauchen dieses, das hier. Heißt bei Safari Web Inspector, glaube ich. Ist aber auch, muss man in den Einstellungen erst freischalten, dann kann man das sehen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, gelernt. Ich habe nichts vergessen. Ich habe mir sagen lassen, wie das auf einem Mac funktioniert. Und hoffentlich nicht vergessen. Sonst bei allen anderen Browsern, Firefox, was haben wir noch? Chrome, Safari, nicht Safari, Chrome, Firefox, was benutzt man? Edge vielleicht noch. Auch Internet Explorer 11 ist F12. So, das ist so eine kleine Web-Entwickler-Umgebung, wenn man so möchte. Und was man hier machen kann, man kann sich hier eben diesen Quelltext von der Seite anzeigen lassen. Und wenn wir da einfach mal, ich klicke einfach mal auf dieses kleine Symbol hier, jetzt kann ich hier drüber fahren und kann mir schon so ganz viele Sachen anzeigen lassen. Das, was der da anzeigt, ist eben dieses CSS in vielen Fällen. Also hier zum Beispiel, wenn ich hier drüber bin, H2, wer das weiß, das ist eben eine Überschrift. Und da ist zum Beispiel als Farbe Raute 23282D, das ist der Hexadezimalcode im RGB für eben die Farbe. Font ist eben eine Schriftart, die da offensichtlich eine besondere hinterlegt wurde, kann man eben über das CSS machen.
Also man kann Farben austauschen, ganz einfach. Man kann Schriftarten austauschen, man kann Formen ändern von Knöpfen, man könnte die Größe ändern, all solche Geschichten. Also alles, was so das Optische betrifft. So, und wir wollen dieses H5P-Container. Das heißt, wenn wir hier mal weiter runterfahren, mal gucken, ob ich es jetzt erwische, sonst... Na, ich habere schon drüber. Ihr seht, ganz vorne steht schon div.h5p-container. Also bin ich gar nicht so weit davon entfernt. Und ich klicke da jetzt mal drauf und gehe jetzt mal hier auf die rechte Seite. Da hat er mir schon das Richtige ausgewählt. Da seht ihr eben h5p-container steht hier auch in diesem Quelltext drin als sogenannte Klasse. Und ja, dafür habe ich halt jetzt H5P in meinem Style-Sheet so einen eigenen, ja, einen eigenen Wunsch mitgegeben, was es machen soll, nämlich den Rahmen zu ändern. Und wenn wir jetzt ganz rechts gucken, vielleicht mache ich das noch ein bisschen größer hier. So, ich glaube, das kann ich auch in der Schrift größer machen. Geht auch. Dann seht ihr, also H5P-Container. Wo hatten wir es? Da ist er, H5P-Container. Und ihr seht hier auch, aha, hier ist dieses H5P-Container. Und offensichtlich ist es genau das, also dieses Border 01 Font, relativ zur Schriftgröße und so weiter und gestrichelt und in der Farbe. So, was man hier jetzt auf der rechten Seite eben, wenn man das hat, schon machen kann. Wenn man was gefunden hat, sagen wir mal einfach mal, wir möchten den Rahmen vielleicht doch nicht machen, wir möchten die Farbe vom Rahmen doch ein bisschen anders haben. Wir wollen aber jetzt nicht immer erst in meinem Editor irgendwie was ändern und dann zurückspringen, also hin und her, das ist umständlich. Vielleicht wollen wir erstmal grundsätzlich gucken. Vielleicht wollen wir das doch nicht in so einem Grau haben, vielleicht soll der rot sein. Das heißt, dann könnte ich hier reingehen und dieses Raute CCC, also das ist ja, das ist ein Grau. Da muss man auch wissen, was das ist, aber ist nicht so schwierig. Sagen wir einfach mal, es ist RGB und wir sagen mal, ich mache es einfach mal ganz kurz. Also wir machen mal sowas wie F00, trage ich mal ein. Und ihr seht, jetzt ist das Ding rot. Weil F heißt in dem Fall volle Pulle rot und kein Grün und kein Blau. Und dann kommt halt so ein roter Rahmen raus. So, und so könnte ich jetzt zum Beispiel erstmal hier rumspielen. Vielleicht möchte ich es auch nicht gestrichelt haben. Dieses Dash heißt gestrichelt. Vielleicht möchte ich es doch durchgezogen haben. Und dann könnte ich jetzt nochmal rumspielen. Solid heißt das dann. Dann ist es halt durchgezogen und vielleicht ist der Rahmen auch noch ein bisschen dünn, vielleicht soll er dann doch irgendwie, weiß nicht, also hier kann man so ein bisschen spielen, man kann ihn sehr breit machen zum Beispiel, man kann ihn in Pixeln angeben, lernt er, wenn er CSS lernt, vielleicht möchte ich das so haben und dann so würde ich erstmal gucken, also das kann ich hier schon mal machen, das ist natürlich nicht gespeichert, wenn ich das wollte, müsste ich das hier nochmal rauskopieren, zack, na komm, so, alles und rauskopieren, und jetzt müsste ich halt in den Editor zurückgehen. Vielleicht mache ich das einfach mal in einem zweiten Fenster auf. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen zaubern können. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn der Bildschirm, ups, so wollte ich es nicht. So, wenn der Bildschirm eh nicht so groß ist. Wir machen mal rechts jetzt einfach. Hier rechts, das wird jetzt, unser Fenster, wo wir gucken, was wir machen. Und hier links machen wir den, machen wir auch kleiner. Da machen wir uns jetzt einfach diesen Editor rein. Das heißt, den machen wir jetzt zu. Den wollen wir jetzt nicht. Und wo haben wir ihn? Plugins. Gehen wir mal zurück. Also Plugin Editor. Oh, hier sieht man ja gar nichts. Dann müssen wir es doch groß machen. So. Zeige ich es einfach mal. Schade. Das ist der Nachteil, wenn man das in riesen Schriftgröße machen soll. Also, wir gehen nochmal zu diesem Haufen Mods, zu den Styles. Und in dieses general.css. Das ist noch das alte. Und ich habe mir das ja gerade rauskopiert. Zack. Das wollten wir so haben. Also 1.1, das war halt ein sehr breiter Rahmen, innen durchgezogen und in rot. Und dann sage ich Datei aktualisieren. So, hat er gespeichert. Und das heißt, jetzt habe ich natürlich das andere Fenster wieder zugemacht. Vielleicht holen wir den anderen Tab einfach mal zurück. Wenn ich den jetzt neu lade, dann holt er sich jetzt halt genau dieses andere Style-Sheet, das haben wir jetzt geändert, und dann ist der Rahmen halt groß-rot und durchgezogen und vielleicht wollen wir das so haben. So, jetzt andersrum, jetzt hat ja diesen Container vorgegeben, der Container ist eben das, was um H5P ganz drumherum ist. Vielleicht wollen wir jetzt aber doch irgendwie den Knopf da irgendwie in der Farbe anpassen und den vielleicht die Ecken, wir sagen einfach mal den Knopf grün und die Ecken nicht rund, sondern also eckig, wie halt ein Knopf häufig ist. Vielleicht finden wir das einfach schöner oder das passt besser zu unserem Corporate Design oder was auch immer. Dann könnte man genauso vorgehen, also ich habe dieses Fenster wieder aufgemacht, ich klicke auf dieses kleine Symbol, das gibt es in ähnlicher Form auch in Firefox, heißt wahrscheinlich dann Inspector oder irgendwas in der Art. Und jetzt können wir nämlich gucken, wie diese Klassen, also H5P-Container war die eine Klasse, die wir gerade angepasst haben, und jetzt können wir ja mal rüberfahren und wir gehen mal zu diesem Knopf und ich klicke auch mal drauf und jetzt springt er auch im Quelltext, das sieht man jetzt hier, ist er genau dahin gesprungen. Und jetzt können wir mal gucken,
Die Experten werden merken, okay, da sind sogar zwei Klassen drauf, aber hier steht was von H5P-Jubel-UI-Button. Und jetzt kommt genau das, was wir eben gemacht haben. Wir können ja damit spielen. Also wir gehen hier rechts und wir scrollen einfach mal runter und ihr seht ja schon, aha, also hier ist jetzt quasi sowas wie ein Pfad mit H5P-Editor und so weiter und da steht da H5P-Jubel-UI-Button. Und da sind schon so viele Sachen, die kann man ja fast so verstehen. Also Font-Size ist offensichtlich die Schriftgröße. Also wenn wir wollen, könnten wir hier die Schriftgröße von dem Knopf ändern. Und Background, da strahlt uns schon hier was blau an. Offensichtlich ist das die Farbe. Und wir können ja schon mal gucken. Wir könnten hier jetzt draufklicken und uns ein schönes Grün irgendwie aussuchen. So, sagen wir einfach mal. Das ist unser Grün, das wir haben möchten. Also offensichtlich gibt das dann sowas wie 52D91A für den Background. Vielleicht kopiere ich mir das mal raus, sonst vergesse ich das gleich wieder. Also, das Grün wollen wir haben. Und da müssen wir weitergehen. Der Rand soll ja nicht rund sein. Jetzt muss ich natürlich selber gucken. Ist hier ein bisschen versteckt. Da steht jetzt nicht sowas wie Round Corner oder so, sondern hier heißt das Border Radius. Das ist letztlich so ein Radius, um den sich das dreht. Da steht 2EM. Muss man nicht wissen, was das ist, aber wenn wir einfach Nullen eintragen, so, zack, wird ihr feststellen, okay, plötzlich ist das hier eckig. Jetzt sehen wir schon zwei Sachen, also das mit dem Grün hat schon mal geklappt. Mit den Ecken, so klappt das auch, also Border Radius müssen wir auf Null setzen und jetzt gibt es hier offensichtlich noch so ein bisschen mehr. Also jetzt muss man so ein bisschen, ja, da muss man dann irgendwann Ahnung von CSS haben, damit auch das da drüber nicht blau ist, aber wenn ihr euch das Helfer-HTML ein bisschen durchgelesen habt, könnt ihr das auch. So, damit wir das aber einmal kurz gemacht haben, also wir wollen jetzt diesen Knopf dass dieser Knopf so bleibt. Ne? Wenn ich das hier, das ist ja jetzt hier nur im Browser quasi ausprobiert. So soll das sein. Also wir merken uns drei Sachen. Diese Klasse heißt H5P-Jubel-UI-Button. Offensichtlich wird es der Hintergrund genutzt, Background, so heißt es Hintergrund, wird auf grün gesetzt und Border Radius auf 0. Die drei Sachen merken wir uns. Und dann können wir genau wieder in diesen Editor gehen, wo wir eben waren. Zack. Also den Container lassen wir einfach mal drin. Und nur damit ihr das Prinzip gesehen habt, ich würde jetzt hier halt reingehen, H5P-Jubel-UI-Button eingeben. Das ist eben der Klassenname, der Punkt davor. Da heißt es eine Klasse, ist nicht so wichtig, was das ist. Warum sage ich es dann überhaupt? So, das haben wir. Und was wir haben, da bietet uns auch schon so ein paar Sachen an. Also wir wollen den Background haben und da sollte dieses Grün hier rein. Oder dieser Farbcode steht für das Grün und wir wollten als Border Radius, schlägt uns auch vor, zack, da wollen wir eine 0 eintragen. So, dann haben wir das gemacht, können die Datei aktualisieren, hat er gespeichert und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Inhalt und den einmal neu laden, stellt man fest, auch wenn ich den neu lade, sind die Ecken immer noch eckig und der Knopf ist immer noch grün. Also das ist das Prinzip. So kann man das durchgehen. Gibt es natürlich immer noch ein paar Feinheiten, wie man Sachen ändern kann. Aber man ist da wirklich sehr frei. Also wenn der Knopf, der könnte jetzt noch rechts sein. Man kann die Schriftgröße noch verändern. Man kann die Schriftart verändern, wenn man das möchte. Man kann das für ganz H5P machen. Man kann das für einzelne Inhaltstypen machen. Da ist man tatsächlich sehr frei. Alles, was halt CSS kann, man muss halt CSS können. So, das haben wir jetzt gesehen und ich habe jetzt noch eine Sache, die ich loswerden muss. Erstmal muss ich den Knopf finden, das hier. So, jetzt kann man natürlich fragen, warum ist denn das so verdammt kompliziert? Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur die Farbe von dem Knopf ändern. Das stimmt und das verstehe ich auch. Das Problem ist aber, bei diesen CSS-Geschichten, man kann letztlich alles ändern. Ich kann von allem die Farbe ändern, von allem die Form ändern. Und dann muss ich 1000 neue Einstellmöglichkeiten irgendwo in H5P deponieren. Ist ein bisschen doof. Ist nicht so gemacht worden. Sondern man hat halt das genommen, was es als Standard gibt, CSS. Das ist jetzt sehr weit verbreitet, auch wenn ihr vielleicht Lehrerin seid und nicht wisst, was CSS ist. Aber jeder, von den 3 Milliarden Web-Developern, die es so gibt, naja, vielleicht nicht ganz so viele, das sind 2 Milliarden, die wissen, was CSS ist, da muss man sich halt einen suchen oder mal einen fragen. Es ist wirklich nicht so schwierig. Also, die wissen, wie das geht, das heißt, es gibt viele Menschen, die das können und es ist halt ein Standard, man hat jetzt nichts Neues erfunden, sondern man baut das darüber ein. Das Schöne ist, man ist jetzt tatsächlich super flexibel, das ist dann der Vorteil, also zwar, ja, es ist erstmal kompliziert, sagen wir nicht komplex, aber kompliziert. Dafür ist man halt super flexibel. Man kann H5P fast komplett seinen optischen Vorstellungen anpassen. Also das ist ja schon sehr weit weg von dieses Rot und Grüne, was ich da
gemacht habe, von dem wie H5P sonst aussieht. Also das geht halt. Und das nächste, ja, man kann natürlich immer noch, wenn man, also das gibt es jetzt, man könnte ja sagen, ja, okay, gibt es nicht auch irgendwie einen Zwischenweg. Könnte man machen, also vielleicht, ich will doch nur die Knopffarbe überall ändern. Kann man das nicht wenigstens als einzige Möglichkeit machen? Ja, könnte man, aber dann ist halt die Frage, der eine will unbedingt die Knopffarbe ändern, der andere will die Schriftgröße irgendwo ändern. Egal, wie man das als Firma, kleine Firma, wenig Ressourcen machen würde, das wäre verkehrt. Und es wird halt priorisiert und geguckt, was ist denn jetzt wichtiger? Und offensichtlich hat einfach, ja, das, wie soll ich das nennen? Das Finden eines einfachen Weges, wie man doch einfacher Form, Farbe, Schriftart und so weiter ändern kann, noch keinen Einzug gefunden. Ja, wer eine schlaue Möglichkeit weiß, wie das geht, H5P-Forum da diskutieren. Idealerweise, wenn man dann ausgehandelt hat und alle gesagt haben, alle entschieden haben, ja, okay, das wäre jetzt super einfachster Weg, organisieren, dass es eigentlich entwickelt wird, macht man ein Crowdfunding oder irgendwas. Oder man kann selber entwickeln. Oder man findet jemanden, man kann dann einfach ganz viel tun. Man kann halt, ist halt offener Quelltext, man darf die Initiative ergreifen. Das heißt, es ist keine Entschuldigung für alles, aber man hat die Möglichkeit, wenn es einem nicht gefällt. So, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, dafür war es ja da. Wie kann man denn grundsätzlich das Optische von H5P anfassen und anpassen? Das geht halt über diese Hooks, das heißt, man installiert sich so ein kleines Plugin extra, egal ob das WordPress ist, Drupal ist oder Moodle ist, sagt, hier, bitte benutze dieses Stylesheet und dann muss man halt dieses Stylesheet mit Leben füllen und sagen, letztlich beschreiben, wie soll denn so eine Seite aussehen. Das kann man damit machen. Ich hoffe, das hat euch geholfen, auch wenn es natürlich ein bisschen kompakt und ein bisschen schnell und ein bisschen sehr neu für euch war, wenn ihr nicht aus der Technik-Ecke kommt. Aber glaubt mir einfach, CSS ist wirklich kein Hexenwerk, kann man sich ganz schnell reinarbeiten. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis demnächst. Ciao.